Lieferengpässe in der Industrie, Containerwartezeiten von mehreren Monaten und Rohstoffmangel. Der Motor der Wirtschaft gerät ins Stocken. Jetzt sind die Aussichten für die Konjunktur in Deutschland deutlich nach unten korrigiert worden. Was bedeutet das für die nächsten Monate und für das Jahr 2022? Droht uns ein Einbruch der Wirtschaftsleistung? Mehr im heutigen Video. Die Industrieproduktion in Deutschland droht stärker ins Stottern zu geraten als befürchtet. Einer Umfrage zufolge beklagen fast 70% der Unternehmen Lieferengpässe bei Rohstoffen und steigende Materialkosten. Dabei handelt es sich um einen neuen Höchststand und im Juli waren es noch 63,8% gewesen und immer mehr Unternehmen planen, wie soll es anders sein, Preiserhöhungen. Für die Produktion in der Industrie bleibt das Ganze nicht ohne Folgen, erklärte der Leiter der IFO-Umfragen Klaus Wohlrabe. Und die Beschaffungskrise stelle eine reale Gefahr für den Aufschwung dar. Insbesondere bei Autoherstellern und ihren Zulieferern macht sich die Knappheit bei Halbleitern und Mikrochips sehr stark bemerkbar. Über 90% der Unternehmen in der Branche klagten im August über Lieferprobleme und im Vormonat waren es noch etwas mehr als 80%. Und auch trotz einem Rückgang der Holzpreise waren auch weiterhin rund 86% der Möbelhersteller von Lieferschwierigkeiten betroffen. Und im Vormonat waren es 73,2% gewesen. Das hat natürlich Folgen für die Preise und wie schon in einigen Videos angesprochen. Die IFO-Preiserwartungen der Unternehmen stiegen aufgrund dieser Lieferschwierigkeiten auf einen neuen Rekordwert. Und die Unternehmen geben die gestiegenen Preise, Einkaufspreise, an ihre Kunden logischerweise weiter. So ist auch die deutlich erhöhte Inflationsrate zu erklären. Und bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Wenn du möchtest, dass ich dir dabei helfe, dein Vermögen vor Inflation zu schützen, dann geh doch einfach bei mir auf die Homepage unter www.tobiaskeib und kontaktiere mich. Insbesondere in der Elektroindustrie und der Metallbranche sind Preiserhöhungen zu erwarten. Und auch die Chemieindustrie und die Maschinenbaubranche planen in Zukunft höhere Preise. Lieferengpässe, Rohstoffmangel, Preiserhöhungen, alles keine guten Vorzeichen für Wirtschaftswachstum. Die Frage ist, bricht die Wirtschaft jetzt ein oder ist zumindest der kleine Aufschwung nach der Corona-Krise schon zu Ende? Und wird es jetzt vor Weihnachten das Ganze noch schlimmer? Auf die Hotels und die Freizeitbranche kommt gerade die nächste Riesen-Stornowelle. Trotz allem rechnen die Institute mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 2,4%. Im Frühjahr hatten die Wirtschaftsinstitute noch erwartet, dass nach dem Corona-bedingten Einbruch der Wirtschaft 2020 das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 3,7% zulegt. Die Institute rechnen außerdem mit einem Anstieg der Verbraucherpreise oder rechneten mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3%. Allerdings sind die Preise im September schon auf 4,1% gestiegen. Und die Prognosen sind natürlich nur ein Indikator. Wie sich die Wirtschaft tatsächlich entwickelt, hängt vom weltweiten Geschehen ab. Die Lage ist derzeit immer noch extrem angespannt. Und die globalen Lieferketten sind weiterhin unterbrochen. Die Verzögerungen für Container betragen teilweise Monate. Das ganze Just-in-Time-Konstrukt, was wir uns über Jahre oder über Jahrzehnte aufgebaut haben, ist zum Erliegen gekommen. Und somit können wir nur hoffen, dass sich die Wirtschaft weiterhin erholt und die Prognosen zumindest soweit zutreffen. Ein Plus im Wachstum ist besser als eine Rezession. Und trotzdem sollte man im Hinterkopf haben, was wir vor einer erneuten Corona-Welle stehen und keiner absehen kann, welche tiefgreifende Auswirkungen das Ganze noch haben wird.